manchmal auch besonderen Geschichten, unerwartete Schicksalsschläge, die einen großen Einfluss haben auf ein Leben. Unsere vierte Kandidatin hier in diesem Finale, die hat genau das erlebt. Ihr Weg emotional, aber vor allem auch eins hin zu einem neuen Selbstbewusstsein. Danach sah es am Anfang gar nicht aus. Die Rede ist von Becky. Jetzt schäme ich mich gerade so. Ich finde das so krass, wie meine Haut aussieht. Ich frage mich gerade echt, wenn ich abnehme, ob das je wieder zurückgeht. Sie ist stärker als je zuvor. Hier ist Becky. Auftritt. Sensationell, ganz, ganz toll. Wir zeigen dir dein altes Ich. Verabschiede dich bitte. Becky, komm zu uns. Becky, mir bleibt die Spucke weg. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige hier, wenn ich mich hier so umschaue. Absoluter Wahnsinn. Fantastische, tolle Bilder einer echt harten Reise. Wir brauchen einen Arzt. Oh, die ganze Zeit schwarz. Mhm. Oh, mein ganzer Körper sitzt. Wenn Fett verbrannt wird, dann werden Giftstoffe frei. Diese Giftstoffe im Körper führen zur Übelkeit. Obwohl sie halt diese Probleme am Anfang hatte, ist sie einfach sportlich so mega krass gut. Ich muss jetzt hier ackern, muss jetzt hier schwitzen. Yeah, Becky, ganz starke Leistung. Oh ja. Becky's back. Platz Nummer 1, Becky und Linda. Auf gar keinen Fall hätte ich zu Hause das geschafft, was ich hier geschafft habe. Mein Ehrgeiz und meine Disziplin, das ist alles hier wieder wie neu erweckt worden. Wow. Becky, wir haben ihn gerade eben in dem Beitrag noch mal gesehen, den Raum der Wahrheit. Oh, wenn du an diesen Moment zurückdenkst und wenn du jetzt vor dem Spiegel stehst und dich siehst, was denkst du? Ich sehe meine Haut mittlerweile nicht mehr als Schandfleck, sondern eher als Medaille für meine Arbeit. Ich habe damals schon gesagt, ich habe alles in dem Raum gelassen und ich werde auch nie wieder in so einen Raum gehen. Deswegen wird auch nichts mehr rauskommen. Von daher ist alles drin, ich gucke mich an, ich bin zufrieden und meine kaputte Haut ist da, ja, bei uns allen. Aber das sind, finde ich, unsere Medaillen und das darf man dann nicht böse ansehen. Nein, das ist ein Teil eurer Geschichte. Das ist ein Teil eures Erfolgs, eurer Geschichte und ihr könnt stolz darauf sein. Und ich muss sagen, du schaust so knallerschön aus. Also wirklich Dankeschön. Fantastisch. Ganz, ganz toll. Wollen wir mal hören, was deine Schwester sagt? Die ist hier, Patricia, einen schönen guten Abend auch an dich. Du schaust jetzt heute hier deine Schwester an, aber die letzten Tage und Wochen natürlich auch schon. Wie nimmst du ihre Veränderung wahr? Also ich bin super, super stolz auf sie und
kann es gar nicht in Worte fassen, wie sie jetzt hier auch auf die Bühne gekommen ist, weil sie jetzt noch mehr Lebensfreude ausstrahlt als sie vorher schon. Und man merkt jetzt einfach, dass sie jetzt, also so wie sie sich vorher gefühlt hat, das jetzt zeigen kann mit ihrem neuen Körper. Und das ist einfach unbeschreiblich, das Gefühl, was ich gerade fühle und was sie wahrscheinlich gerade auch fühlt. Könnt ihr jetzt wieder mehr unternehmen auch zusammen? Natürlich mehr, auch meine Anziehsachen werden auch immer mehr als in Beanspruch genommen, dass dann auf einmal irgendwas fehlt. Aber ich bin so glücklich auch darüber, weil sie mich jetzt auch mehr zum Sport zwingt. Und wir können viel, viel mehr zusammen auch machen und macht auch viel, viel mehr Spaß. Sehr, sehr schön. Tolle Worte auch von dir. Kannst du stolz sein auf deine Schwester? Ja. Ganz toll. Tja, eine von euch vier wird heute Abend 50.000 Euro gewinnen und als der erste Titelträger seit unserem neuen Namen in die Geschichtsbücher eingehen. Der erste oder die erste Gewinnerin von Leben leicht gemacht. Einer von euch wird es sein. Das waren unsere tollen Finalisten, aber zwei Personen fehlen noch. Das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Die Möglichmacher des Ganzen. Die tollsten, die großartigsten, die empathischsten, die fachlich versiertesten Trainer, die besten, die ich mir in meinem Team vorstellen kann. Ramin und Sigrid, hier sind eure Momente. Und jetzt hole ich die beiden Menschen dazu, ohne deren Hilfe ihr und auch wir keinerlei Erfolge feiern können. Jetzt und hier! On Tempo! Zu Hause hätte ich direkt aufgehört nach dem Stand. Ich bin traurig, dass ich mich selber so gehen lassen habe all die Jahre. Ich finde es erschreckend, wie krass meine Haut aussieht. Ich sehe einen schönen Menschen. Einen Menschen, der irgendwann mal falsch abgebogen ist. Er war halt da und hat mich aufgefangen. Wir kriegen das wieder hin. Franziska, komm, du kannst es. Zack. Und trink. Dranbleiben, Gas geben. Ein Team! Ich bin dem Ramin übelst dankbar, dass er mich ein Level weitergebracht hat. Wow, mein Sonnenschein hat 4 Kilogramm wieder geschafft. Sie hat zu 95% zu meinem Erfolg beigetragen. Wow. Ich bin Ramin und Sigrid unheimlich dankbar. Also die beiden kann man nur lieb haben. Unsere wundervollen beiden Trainer, Sigi und Ramin, ganz, ganz toller Job auch in diesem Jahr von euch. Und es ist ja immer ein Zweikampf, wer gewinnt und wer aus welchem Team gewinnt. Aber heute Abend, und das glaube ich ist das schönste Bild, ihr beide gemeinsam als tolles Trainerteam, das ist eine absolute Eins mit Sternen. Und jetzt ist es Zeit für unsere vier Finalisten. Es geht um die 50.000 Euro. Es geht um den Titel hier bei Leben leicht gemacht. Wir holen sie zurück für die letzte Waage. Und hier sind sie. Hier sind Benny, Becky, Patrick und Nick. So, es ist soweit. Ihr steigt jetzt nacheinander auf die Waage. Und wer prozentual von euch am meisten Gewicht verloren hat, wird der Gewinner oder die Gewinnerin der diesjährigen Staffel.
und damit 50.000 Euro reicher. Es ist eine tolle Starthilfe in ein neues, in ein leichteres Leben. Aber ihr habt alle vier eins schon geschafft. Ihr habt das Motto unserer Sendung schon perfekt umgesetzt. Leben leicht gemacht, das sieht man alleine, so wie ihr hier steht. Der Gewinner, die Gewinnerin, klar, eine Menge Geld, aber wir haben auch noch eine kleine Überraschung für euch. Für Platz 2 gibt es hier bei uns in diesem Jahr 2.500 Euro. Platz 3 bekommt 1.500 Euro und Platz 4 auch noch 1.000 Euro. Und ich glaube, das ist doch was, oder? Und damit kann es losgehen. Wir starten das Wiegen und Benny fängt an. Auf Wiedersehen, guys. Ciao, ciao, ciao. Benny, dein vielleicht schönstes Wiegen, bitte steige jetzt drauf. Wir schauen dich an und wir sehen, du bist dir näher denn je. Dein Strahlen, total ansteckend. Deine gute Laune genauso. Und dein Klavierspiel, wunderschön. Dein Startgewicht waren 137 Kilo. Was wiegst du jetzt bei deinem letzten Wiegen? 50,1 Kilo verloren, dein neues Gewicht 82,9. Hast du damit gerechnet? Gut, zu Hause habe ich ja mittlerweile eine Waage. Da sperrt mir die ja keiner mehr weg. Das heißt, ich wusste schon ungefähr, wohin es geht. Aber jetzt nochmal das zu sehen, ist einfach in meinen Worten super krass. Absolut. In meinen Worten ist das überragend. Und wir schauen mal, wie überragend die Prozentzahl ist. Das hast du verloren zum Ausgangsgewicht. Komm zu uns. Und wir machen gleich weiter. Benny, Becky. Lass mal nicht so viel ummodeln hier. So, Becky, auch für dich die letzte Waage. Bitte jetzt. 1,1 Kilo Immer hat er dich begleitet. Und du bist wieder hier, Becky. Du schwimmst nicht mehr unterm Radar. Jeder hat gesehen, wie schön du geworden bist. Und du hast uns alle bezaubert. 120,5 Kilogramm war dein Ausgangsgewicht. Thank you.
Becky, 42,7 Kilogramm hast du verloren. Ab und an hat der Motor gestottert, aber du hast ihn am Laufen gehalten. Und 77,8 Kilogramm ist dein heutiges Gewicht. Wir schauen mal auf die Prozente. 42,7 Kilogramm bedeuten ein Gewichtsverlust von 35,44%. Und damit stehst du aktuell auf dem zweiten Platz. Komm bitte wieder zu uns. Es geht weiter mit Patrick. Patrick, steig bitte jetzt auf die Waage. 20 Kilo mehr ins Rennen gegangen und hast so unfassbar Gas gegeben. Vor uns steht gefühlt ein neuer Mensch. Dein Startgewicht 191,4 Kilogramm. Wo stehst du jetzt? Du hast 94,4 Kilogramm verloren. Wahnsinn, du wiegst 97. In meiner Welt ist das halbiert. Unglaublich, was für Zahlen. Wir schauen mal auf die Prozente. Da muss man jetzt nicht groß rechnen können. Das ist knapp unter 50. 49,32%. Komm zu uns. Holy shit. Also, Patrick, du liegst vorne. Danke. Boah. Oh, danke, echt. Schön, ne? Ganz krass. Patrick, du hast natürlich jetzt klar Chancen auf den Sieg. Neben dir steht einer, der kann dir das noch streitig machen. Wir haben es gesagt, 2.500 Euro bekommt Platz 2, 1.500 Platz 3 und die 1.000 Euro gehen an den vierten Platz. Mal gucken, wer jetzt Erster und wer Zweiter wird. Chrissy? Ich wollte gerade sagen, wir werden es nur erfahren, wenn wir jetzt den Nick auch noch wiegen. Bitte sehr. Du oder Fabian, wer wird's machen? Und das erfahren wir, wenn du jetzt auf die Waage gehst. Es war nicht immer einfach für deinen Coach mit dir. Aber du bist deinen Weg gegangen. Bis ins Finale hat er dich geführt. Und jetzt bist du vielleicht sogar der große Gewinner. 171,8 Kilogramm war dein Startgewicht.
71,4 Kilogramm. Auch ein sehr schönes Ergebnis. Ganz, ganz knapp an der Zweistelligkeit. Wir schauen natürlich trotzdem auf die Prozentzahlen. Die interessieren uns ja immer. Nick, bei dir sind es 41,56%. Damit haben wir einen Gewinner. Patrick, herzlichen Glückwunsch. Hier ist er, der Gewinner. Vom Leben leicht gemacht, Patrick. Ich muss dich ganz kurz drücken. Das hast du sensationell gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Der Gewinner von Leben leicht gemacht. Da kommt der Arno. Wow. Das war's von uns. Wir sagen Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Eine Wahnsinnsstaffel. Chrissy, danke an dich und dein ganzes Team. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir steigen jetzt die große Party und wir hoffen natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.